Der Tag baut sich mit dem Tun auf. Wenn man so in seiner negativen Soße dann vielleicht drinnen bleibt, wird es ja immer schlimmer. Ich versuche die schönen Sachen dann am Tag zu sehen. Die Sonne ist schön oder das ist halt, du hast halt vielleicht jetzt gerade tolle Kunden. Also ich gucke halt, ich denke, okay, manche Situationen sind jetzt vielleicht nie so optimal. Was kannst du tun, damit es besser wird? Die Waschmaschine funktioniert nicht, der Trockner ist kaputt gegangen. Das sind solche Sachen, wo du am Ende in dem Moment denkst, so, oh nee, das ist jetzt lieber. Aber wiederum, okay, das ist jetzt der Moment. Was kannst du so schnell wie möglich tun, damit es besser wird? Mir ist es immer ganz wichtig, dass wenn irgendwie mal ein Konflikt ist, dass wir den an dem Tag lösen. Arbeitsklima ist für mich halt sehr wichtig. Man kann es nicht immer jedem recht machen. Das funktioniert halt nie, ne? Das ist ganz so. Da ist es so, da setzen wir uns zusammen und versuchen halt im Team halt eine Lösung zu finden. Wenn ich keine Kritik kriege oder wenn ich halt, wenn alles nur so glatt läuft, dann hat man keinen Anreiz, besser zu werden. Man hat jetzt, kriegt jetzt Steine in den Weg gelegt oder wie eine Mauer, wo man nicht drüber kommt, einfach so auf und zu und durch. Und wirklich an sein Inneres glauben und halt auch die Ängste überwinden und genau auf sein Bauch hören. Und wenn ich zu kopflastig entscheide, habe ich meistens das Problem, dass es nie funktioniert. Und wenn ich aus dem Bauch heraus entscheide, oder wenn jeder sagt, das ist verrückt, macht das ja nicht, irgendwie, das funktioniert immer.